Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Wir haben mehrere Fragezeichen vor der Brust, die wir gerade anfliegen, und wir haben neue Rekruten in, oder was heißt, ja, so neu sind sie nicht. Ich habe sie schon vor ein paar Folgen rekrutiert. Die sitzen in Neu-Alaska, aber ich habe sie jetzt benannt. Ich zeige sie euch mal kurz. Das ist zum einen Noel ist jetzt dabei und der Krappas. Die beiden neuen Sturmsoldaten warten in Alaska und jetzt sind es nur noch vier Namen auf meiner Liste. Ich bitte also die letzten vier noch um Geduld und tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet, aber ich habe die Liste der Reihe nach abgearbeitet. So, ihr seht hier, die beiden sind noch nicht ausgerüstet. Die brauchen also noch eine Ausrüstung und auch das habe ich mir mal jetzt angeschaut zwischen den Folgen. Wenn wir jetzt gerade bei den Sturmsoldaten sind, dann schauen wir mal kurz in unser Lager und dann sehen wir, dass wir hier noch ein Deimos liegen haben und das ist eigentlich aktuell das Sturmgewehr meiner Wahl. 33,65 in der Produktion kostet das Ganze und ich habe jetzt mal geschaut, wir haben glaube ich acht dieser Sturmgewehre der Unabhängigen auf Lager liegen und ihr seht, was man bekommt, wenn man die zerlegt. Kaum Tech, aber dafür ja, Materialien sind okay. Also wenn man sich jetzt das vorstellt, zwei von den Dingern zerlegen, habe ich schon wieder die Materialien zusammen für ein Deimos. Dann kostet mich das Deimos letztendlich nur die Tech-Ressourcen. Von daher werde ich das machen, weil dieses Sturmgewehr möchte ich eh nicht einsetzen. Wir werden hier mal, ich zerlege sie mal bis auf zwei, so als komplette Notreserve. Ach, das dauert Zeit? Nee. Ach nee, man kann hier nur ansammeln. Okay. Da unten sehen wir es. 6 Ressourcen, 174 Materialien bringt uns das Ganze. 9 Magazine haben wir davon. Auch da können wir, da gehen wir dann auf 4 runter. Das ist nur wirklich dann eine wirkliche Notreserve. Da ist mit Sicherheit noch mehr drin. Habe ich jetzt allerdings keine Zeit gehabt, da reinzugucken. Sondern mir ging es jetzt erstmal um die Sturmgewehre, weil wir die jetzt auch nachproduzieren. Also wir kriegen 6 Tech und 219 Materialien. Und dann werden wir bauen. Und zwar eine Deimos fürs Erste. Und ja, wir können auch mal wieder ein Medikit nachproduzieren. Wir können hier noch ein... Wir können hier noch ein Magazin nachproduzieren. So, ja, das lassen wir mal fürs Erste. Das Deimos ist okay. Rüstung. Rüstung muss man natürlich auch anschauen, genau. Sturmsoldaten, Rüstungen. Wir haben die Wardog-Sachen. Das ist New Jericho. Wir haben unsere eigenen Sachen, Odin. Schauen wir mal, was da auf Lager liegt diesbezüglich. Ah, da liegt nämlich auch nur dieses, dieses unabhängigen Zeug auf Lager. Plus 18, na, wisst ihr was, das werden wir auch produzieren. Das verschrotten wir. Bringt uns 26,212. Verschrotten wir. Und dann bauen wir es einmal nach für die Jungs. Und da ist jetzt die Frage, nehmen wir diese Sachen plus 20 plus 23, da geht die Tarnung verloren. Na komm, zweimal. Gut, so gehen wir es an. Dann ist da auch wieder Produktion drin, Forschung läuft auch noch. Und in unseren Basen, wie sieht es da aus? Wird da noch irgendwo was gebaut? Hier wird eine Krankenstation gebaut in Alaska, das ist gut. In Osteuropa wird noch was repariert. In Nordafrika wird repariert, ansonsten. Forschungslabore wäre natürlich hier noch weiter zu pushen. Wir müssen wahrscheinlich demnächst auch noch ein weiteres Lager bauen. Da kommen wir an unsere Kapazitäten. Aber warten wir mal noch einen Moment. So, wir lassen mal laufen. Und haben hier oben das Fragezeichen erreicht. Das heißt, wir scannen hier. Und jetzt haben wir die Neurotoxin-Waffentechnologie. Ein synthetisches Neurotoxin wurde entwickelt,
das es uns ermöglicht, Ziele zu lähmen, ohne sie zu töten. Das Neurotoxin reichert sich langsam im Körper des Ziels an, bis die lähmende Wirkung eintritt. In einigen Fällen können mehrere Dosen erforderlich sein. Waffen, die auf dieser Technologie aufbauen, können nun hergestellt werden. Wir kriegen eine Hera-Neuralpistole. Lähmung 7. Das können wir jetzt gleich mal checken. Wir hatten ja schon sowas eigentlich. Wir haben ja schon diesen Neuraser. Neuraser. Lähmung 8. Das ist die Nahkampfwaffe von Synetrion. Die macht doch mehr. Wie hieß das Ding jetzt? Wo ist die denn, was wir jetzt gerade bekommen haben? Hera. Ist auch von Synetrion. 10-30-7. Ach so, Entschuldigung. Der Neuraser ist ja Nahkampf. Das ist ja quasi so ein... macht zwar 8 Lähmung, aber hat halt keine Reichweite. Ist ja ein... Okay, jetzt ist klar. Lebende Nahkampfwaffe. Natürlich ist dann das eine andere Hausnummer hier. Da sollten wir dann vielleicht auch mal ein, zwei bauen. Ja. Gehen wir mal 2 in Auftrag. Gut. Weiter geht's. Forschung läuft jetzt auf antediluvianische Proto-Zivilisation. Das gibt uns 10% mehr Erfahrung pro Mission. Und bei der Ausbildung. Das ist nicht schlecht, aber das dauert jetzt noch fast 2 Tage, bis wir hier durch sind. So, wir haben hier unten das nächste Fragezeichen erreicht. Und hier wird eine Zuflucht angegriffen. Oh, in Ur. Ja, Angriffsstärke 1. Das ist ja recht mau. Gefahrenstufe niedrig. Trotzdem gibt es eine anständige Belohnung und es ist eine Zuflucht von den Jüngern von Anu. Das ist natürlich besonders gut. Hä? Wieso sind wir da direkt dort? Moment, was ist... Ach, das war das Fragezeichen. War zufällig eine Siedlung, die zufällig... Also eine Zuflucht, die zufälligerweise angegriffen wird. Das ist ja... Das trifft sich nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn... Das wird den Jüngern gefallen. Und da haben wir es am nötigsten. Ne, da sind wir nämlich erst bei 11% oder nur bei 11%. Dann werden wir das doch heute direkt spielen. Sieht jetzt nicht so schwierig aus mit den Werten, die wir da sehen. Und wir haben hier ein 6er-Team, ein 8er-Team. Nee, doch ein 8er-Team. Aber das sollte passen. Wir gehen es trotzdem mal kurz durch. Pistole, Munition, passt, Medikit, passt. 19 Punkte. Aha. Unser Falkos. Der schweres Training hat. Ja, den Kriegsschrei, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Den geben wir ihm mal noch. Catweasel. Catweasel hat 8 Punkte. Da werden wir nichts mitmachen, oder? Nee, das warten wir ab, bis wir das vergeben. Granate, Munition, ja, das passt. Soweit auch. Captain Cucumber, hier passt auch alles. Eine Punkte, der rote Riese, auch aufmunitioniert. Genug dabei. 24 Punkte, da könnten wir, da machen wir mal den Schläger rein. Wir haben letzte Staffel gemerkt, wieso. Ne? Wenn man ranspringt, kann man mit ihm immer noch schlagen. Den Nahkampf und den Mindfragger töten. Von daher sind diese 50% eventuell entscheidend. So, Sandrina ist am Start. Unsere Killerbraut. Den zweiten Medipack. Ah ja, den geben wir mit, weil er wäre auch Bedarf zum Heilen. Muss ich versuchen, dran zu denken. 17 Punkte sind gespeichert.
Schrotflintenkenntnisse, ne, möchte ich aktuell nicht geben, aber wir könnten einmal Geschwindigkeit und einmal Willenskraft. Halt, ne, sie hat ja nur 17 Punkte. Dann geben wir nur einmal Geschwindigkeit. So, Blue Warrior, keine Punkte übrig. Munitionierung passt. Wir haben den Bilderstürmer dabei. Gibbis ist dabei. Auch okay. Mit 8 Punkten. Und Sophia Brown. Es ist jetzt bisher die einzige mit einem Betäubungswaffe. Haben wir hier noch eine liegen? Nein, haben wir nicht. Doch, wir haben eine von diesen Neuralpistolen auf Lager quasi. Das ist jetzt gar nicht mal so unspannend. Wisst ihr was? Die geben wir unserem Scharfschützen Falkos als Zweitwaffe anstatt dieser Laserpistole mit Schaden. Oder? Da geben wir sie Catweasel mit. Geben sie Catweasel mit. Wo ist sie jetzt? In der sie gar nicht. Die kann er gar nicht benutzen. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Die wurde doch eben aufgeführt hier. Die wurde doch eben aufgeführt. Jetzt ist sie nicht mehr da. Bei Gurke wird sie angezeigt. Gurke kann sie benutzen. Der Einzige, der diese Waffe benutzen kann, ja, sofort wird sie wieder ausgeblendet. Okay, den Zusammenhang verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum, was rechtfertigt Gurke oder was berechtigt Gurke, diese Waffe zu nutzen? Als Berserker ist er ja eher von den Jüngern von Anu und diese Waffe ist wiederum von Synedrion. Warum kann diese Waffe nur Gurke tragen? Andere Soldaten haben doch auch Pistolenkenntnisse. Oder nicht? Die Scharfschützen haben doch Pistolenkenntnisse und er kann aber nicht auf die Neuralpistole zugreifen. Das geht nicht. Das könnt ihr mir bitte mal in den Kommentaren schreiben, an was das liegt. Aber dann, ja, dann geben wir die Gurke mit. Warum nicht? Machen wir das mal so. Einmal die Munition. Probieren wir es mal aus. Vielleicht kann er ja jemanden betäuben. Gut. Der Rest passt, wir gehen rein. So, was haben wir hier denn direkt? Andoranisch Chiron. Chirons sind große Artillerieeinheiten, die Geschosse aus der Ferne abfeuern und stellen eine erhebliche Bedrohung im offenen Gelände dar. Der steht hier direkt in der Pampa. Wir sind hier. Wir haben hier die Gebäude. Okay. Im Übrigen... Auch da, das sehen wir gleich am Ende der Mission. Wir hatten ja schon mal so eine Mission, als bei der Einrichtung dann teilweise beschädigt wurde. Also die Schadenspunkte genommen hat. Und ich habe dann damals gesagt, ich habe die Belohnung trotzdem vollständig bekommen. Die Belohnung, ja. Also das, was uns quasi an Tech, an Materialien, an Nahrung zugesichert wurde für die Verteidigung, die bekommt man immer, wenn die Mission erfolgreich ist, und zwar in voller Höhe, wie es am Anfang dasteht. Aber ihr erinnert euch, es gibt meistens 500 Erfahrungspunkte für eine Mission, die dann auf die Soldaten aufgeteilt wird. Und diese Erfahrungspunkte, die reduzieren sich durch Schaden, der auf die Gebäude gemacht wird. Also wenn die Gebäude 10% insgesamt weniger HP haben am Ende der Mission, also 10% Schaden genommen haben, dann bekommen wir, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 50 Erfahrungspunkte weniger, also nur 450 anstatt 500. Aber das können wir uns am Ende der Mission mal anschauen, denn so wie das jetzt hier aussieht, so wie die jetzt stehen,
gehe ich ganz sicher davon aus, dass der ein oder andere Treffer auf ein Gebäude abgegeben wird. Gut, also was haben wir? Wir haben hier unsere Jungs stehen, unsere 8 und wir haben hier drüben direkt mal noch einen, was ist das hier? Das ist ein Terminal oder was? Zählt das auch als Gebäude hier, dieses Ding? Vermutlich. Hier ist auf jeden Fall ein Berserker von Anu, den man aktivieren kann. Der einzige Gegner, den wir bisher sehen, ist eben diese Dingseinheit hier. 740 Gesundheitspunkte. Wir schauen ihn uns mal an. Der hat einen Giftwurm hinter Leib, mit dem er eben ja, Artilleriegeschosse quasi abfeuert. Eine Dreiersalve mit Schockschaden. Mhm. Okay. Wie gehen wir das an? Ja, das macht hier so definitiv erstmal keinen Sinn. Falkos. Steht natürlich beschissen. Ausgerechnet Falkos steht im Gebäude, sodass er seinen Raketensprung nicht in der ersten Runde aktivieren kann. Ich tendiere dazu, ihn jetzt erstmal hier vorne ranzubringen. Oh, haben wir hier direkt noch einen Gegner aufgedeckt? Oder was? Warum ist er jetzt stehen geblieben? Warrior, den Schuss haben wir ja schon gesehen, aber der ist sehr, sehr bescheiden. Hä? Warte mal, was ist das hier? Ne, das ist einfach nur Quatsch. Ach, da ist ein... Ne, was ist das? Ach, da steht noch einer. Da steht ein Sturmsoldat von Anu. Den sollten wir natürlich versuchen. Komm, den holen wir uns mit einem Sprint. No rest for the wicked. So, die Willenspunkte, die wir verbraucht haben, hat er direkt wieder gekriegt gerade. Jetzt gehen wir hier rein, aktivieren den und haben sogar noch einen Schuss. Und ich sehe gerade, wir müssen noch weitere Dinos produzieren, denn hier sind wirklich welche noch mit den anderen, mit anderen Waffen unterwegs. Wir schießen mal hier drauf. Wir haben hier noch das normale Ares. Das möchte ich nach und nach entsorgen aus der aus dem Sortiment hier. So, dann holen wir den hier hinten noch. Den Jünger. Ja, machen wir halt mit Sophia. Einmal. Und der zweite Sprint und dann haben wir ihn. Und dann gehen wir mit Sophia selbst wieder hier vor. Okay, der rote Riese. Hier kriegen wir auch einen Sprung hin. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, warte mal, er kann danach noch den Kriegsschrei machen. Und ich gehe davon aus, wenn das Ding nur eine Artillerie hat. Moment. Das sehen wir aber, oder? Sehe ich, wie viele Aktionspunkte das Viech hat? Nein, das sehe ich nicht, aber ich weiß, dass er 3 Aktionspunkte zum Schießen braucht und das wird er nicht mehr haben. Also mit dem Kriegsschrei können wir hier was tun. Natürlich eine gefährliche Lage. Komm, wir gehen hier hinten hin. Das müsste trotzdem reichen, oder? Ein bisschen Risiko ist dabei. Okay, es gehen keine weiteren Gegner auf. Wir machen den Kriegsschrei. Damit kann er wahrscheinlich nicht schießen.
So, den Berserker von den Jüngern, den ziehen wir mit Vollgas ran. Wen haben wir noch? Ibis. Na gut, müssen wir auch erstmal nach vorne ziehen. Wir haben Catweasel, den können wir auch über den Sprint ranbringen, wobei das hier mal nicht wirklich gut aussieht. Einmal. Ja, zweimal. Können wir da noch schießen von hier? Können wir. Wir schießen mal auf den... wir schießen mal aufs Bein hier. Und das... Was ist das? Das ist der Sturmsoldat, der Jünger. Und der kann von hier direkt schießen. Was hat er denn? Ah, schaut mal, der hat doch... Ach nee, das ist eine Pumpgun, ne? Moment, das ist der Bilderstürmer. Ah, das bringt natürlich nichts. Da müssen wir näher ran. Aber er hat auch einen Sprint. Pushing on. Nutzen wir. Ja, gehen wir hier hin. Vielleicht können wir noch schießen. Ist zwar eine große Streuung. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Wo ist er denn? Nee. Macht keinen Sinn. Dann gehen wir sogar noch eine Runde weiter und springen hier rein. Sandrina. Auch hier wird mit dem Sprint gearbeitet. Einmal, zweimal. Ah, ich komme hier nicht vorbei an. Okay, das ist natürlich jetzt schlecht gelaufen. Da müssen wir nächste Runde bewegen. Dann bleibt sie... Ah, dann kann sie jetzt aber... Jetzt kann sie es für eine Heilung benutzen. Dann haben wir ihre Gesundheit wieder auf Max. Das passt. Sonst hätte ich es wahrscheinlich eh wieder vergessen. Und unser Captain Cucumber. Tja, den bringen wir hier ran. Denn wenn ich das Ganze richtig sehe, dann hat dieses Teil halt wirklich ausschließlich Artilleriefähigkeiten. Kann nichts anderes machen, ne? So, okay, wir beenden die Runde. Hier hinten ist noch einer. Er hat Feinde gesichtet. Die er hier auch direkt beschießt. Ja, da kommt er. Und zack, 80 Schaden aufs Gebäude. Von daher sind die 100 Punkte, die 100% sind jetzt schon Geschichte. Und es geht weiter. Oh, das war... Da hat's wohl Jünger von Anu erwischt. Hier sehen wir sie. Okay, hier hinten knallt es also gewaltig. Ne? Hier sind 1, 2, 3, 4 Feinde in diesem Bereich. Na gut, fangen wir mal hier an. Wir werden jetzt erstmal hier ordentlich Schaden draufhauen. Das ist dieser Giftwurm Hinterleib. Frage ist, gehen wir auf den? Ich meine, wenn der kaputt ist, ist kaputt, dann ist vorbei. Aber ich würde sagen, wir hauen einfach mal hier drauf. So, damit haben wir ein Bein deaktiviert. Wir haben die erste Blutung drauf. Und wir werden jetzt als zweites wieder den Kriegsschrei machen und ihm damit einfach...
wieder die Chance nehmen, zu schießen. Damit ist er eigentlich... eigentlich... nutzlos, ne? Evakuieren? Nein. Sondern feuern. Und wir feuern weiter auf den Kopf. Dann ganz Sandrina hier raus. Nein. Auch sie feuert auf... ah, sie feuert auf den Kopf, ja. Jetzt haben wir auch noch Säureschaden. Und wir haben Gurke zum Angreifen. Andererseits ist halt die Frage, ne? Wenn der Großteil hier hinten... das Ding ist, solange wir ihn mit dem Kriegsschrei quasi ausschalten... ja, der Rote Riese hat jetzt aber keine Willenskraftpunkte mehr. Das heißt, nächste Runde geht das nicht mehr. Okay. Okay, das muss man jetzt auch bedenken. Es sei denn, wir können irgendwo Willenskraft herbekommen. Aber ich sehe hier keine weiteren Felder. Doch, hier hinten. Watch out, I'm moving. Oh, scheiße! Dämlicher Verklicker. Der könnte blöd werden. Ne? Der fehlt uns jetzt. Shit. Shit, 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 shit. Bringen Falkos hier rüber. Wechseln auf die Pistole. Ja, den Schaden gibt's noch mal drauf. Wir machen einen Pistolen-Overwatch in diese Richtung. So, den Berserker von den Jüngern werden wir auch in diese Richtung bringen. Feind gesichtet. Ja, hilft nichts. Wir müssen da ran. Sophia. Der hier drüben ist angenockt. Wir werden einmal sprinten. Den könnte man jetzt schon ausschalten. Oder? Na komm, wir probieren's. Ja, sehr schön. Getötet, wir haben noch eine halbe Bewegung. Also einen haben wir erwischt. Das heißt, an dem Gebäude passiert nichts. Der hier wird sterben. Den werden wir kaum noch retten können, den Sturmsoldaten hier. Aber wir können hier rein in eine volle Deckung. Let's do this. Okay, für die nächste Runde. Dann haben wir hier noch einen Sturmsoldaten, der Jünger von Anu. Auch den werden wir jetzt doch hier rüberziehen. Dort brauchen wir es viel nötiger. Bevor hier noch weitere Infrastruktur kaputt gemacht wird. So, wo wollen wir hin? Ist alles sehr, sehr weit. Ich glaube, wir kriegen den in der Runde nicht auf ein Feld, auf dem er uns wirklich noch schießen kann. Wir probieren es mal mit hier, aber ich glaube, das hat wenig Sinn. Wir haben jetzt sind auch die Willenspunkte aufgebraucht. Ja, ihr seht, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir werden eher noch... was ist das hier für ein Gegner?
Organischer Granatwerfer und ein Maschinengewehr. Ja, nicht ungefährlich. Aber wir suchen uns vielleicht hier mal volle Deckung. So dass wir die nächste Runde unter Feuer nehmen können. Irbis haben wir noch. Auch da setzen wir mit voller Bewegung in die Richtung. So, wen haben wir jetzt auf der Seite noch? Wir sind alle durch. Unser Captain. Rüstungsbruch. Klicken wir mal rein. Kostet ihn 3 Willenskraft und dann gehen wir es an. Dann schlagen wir hier mal zu. Zack, 131 Schaden. Wie sieht's aus? 20 Säureschaden auf verschiedene. Gut, hier geht erstmal Rüstung kaputt. Hier geht ein bisschen was durch auf den Kopf. Hier geht was durch auf den Rumpf. Aber nächste Runde ist er ja noch. Aber ich denke, das schaffen wir. Nächste Runde kann er noch nichts machen, weil er dem Kriegsschrei ausgesetzt war. Und dann müsste er auch fallen. So. Dann bringen wir Sandrina mit der halben Bewegung nochmal näher ran. Edwiesel bringen wir schon mal näher ran und mehr geht nicht. Okay, beenden. So, wir gucken, was hier passiert. Er nimmt ein Medikit. Ah, und kann einmal schießen. Jawohl. Jawohl. Tötet ihn. Vielleicht schafft das doch. Er schießt weiter aufs Gebäude und das ist jetzt kaputt. Okay. Na, da werden uns einige Punkte flöten gehen. Und er haut hier weiter Giftschaden raus. Aber da kommt Sophia in der nächsten Runde ran an ihn. Ja, baut uns sein Schild wieder auf. Okay. Dann gehen wir es der Reihe nach an. Ich glaube, kann hier Gurke. Ready-ish. Ah, da steht jetzt natürlich. Müssen wir anders machen. Da müssen wir Sandrina zuerst bewegen. Hier ist allerdings dieser hässliche Nebel. Der geht auf unsere Willenskraft. Wir werden einmal mit ihr schießen. Okay, das Ding ist erledigt. Das Ding ist erledigt. Wir bewegen Sandrina jetzt hier raus. Wir werden den Kill mit Gurke machen. Zack. Wunderbar. Ahaha, muss ich. Ne, ich glaube, hier hinten ist kein Nebel mehr. Jawohl, einmal durchgerannt. Dann haben wir hier hinten Cat Weasel. Wie viel Willenspunkte? Ah, einmal sprinten kann er nur. Okay, machen wir trotzdem. Immerhin ein bisschen was. Und ansonsten volle Bewegung. Wir haben den roten Riesen. Der wird seinen Chat. Ach nee, kann er nicht. Die Frage, setzen wir jetzt. Sprinting. Ja, mal gucken, vielleicht kommen wir irgendwie an Punkte. Balkos. Hier könnte man mit Schnellfeuer auf jeden Fall einen raushauen. Lass uns hier hinbewegen. Dann machen wir Schnellfeuer. Also schnelles Zielen. Und können jetzt mit dem Firebird hier einmal
Schade. Blue Warrior. Er hat noch genug Willenspunkte. Wir versuchen das jetzt mit Sprints. Pushing on. Ah, das ärgert mich immer noch hier, der Missklick. No rest for the wicked. So, jetzt müssen wir natürlich weiter vorangehen. Kriegen ihn erst nächste Runde in eine Schussposition. Irbis. Irbis könnte von hier schießen. Das schauen wir uns mal an. Oh je, da guckt aber auch nicht viel raus. Wir probieren es trotzdem. Ja, immerhin. 35 plus Giftschaden. Besser als nichts. Sophia hat hier direkt das Schussfeld. Das ist doch wunderbar. Jawohl. Und jetzt kann sie nochmal und damit ist er raus. Jawohl. Wahrscheinlich haben wir damit auch ihn hier gerettet. Wobei, boah, nee, 120 Giftschaden, 115 Gesundheit. Der Kamerad, der stirbt jetzt hier. Können wir hier noch was machen? So, wie sieht's hier aus? Wilder Stürmer. Brauchen zwei zum Schießen. Ach, wisst ihr was? On the move. Mit dem gehen wir jetzt hier ran und feuern. Und weg ist er. Und jetzt ist die Frage, war's das? Jawohl, das war's. Roter Riese bekommt den Stufenaufstieg. Und hier seht ihr es jetzt, das, was ich angesprochen hatte. 87% beschützte Schlüsseleinrichtung. Das heißt, hier wird uns einfach jetzt abgezogen und wir bekommen deswegen insgesamt nur 345 Erfahrenspunkte für die Mission. Da wäre eben mehr drin gewesen. Ja, schade. Aber es ist okay. Falkos ganz kurz vor Stufenaufstieg auf 5. Bei Irbis, ja, noch 50 Punkte, das ist auch bald machbar. Und den Stufenaufstieg für den Roten Riesen. So, wir haben alle feindlichen Kräfte geschlagen. Es gibt auf jeden Fall die Zustimmung hier. Okay, jetzt ist es mittlerweile sogar so, weil die Zustimmung untereinander feindlich ist, bekomme ich jetzt sogar einen Abzug, wenn ich eine Zuflucht der Jünger rette. Das ist ja heftig. Also am Anfang war es so, dass man bei allen Lust bekommen hat. Hängt natürlich davon ab, wie die wiederum untereinander stehen. Und da sie sich feindlich gesinnt sind, ja, also der Feind meines Feindes ist mein Freund und so weiter, gefällt ihnen das nicht, wenn wir sie retten. Das ist ja krass. Also du kriegst jetzt Abzug bei New Jericho und bei Synedrion. Okay, Gegenstände erbeutet haben wir keine, aber hier noch ein bisschen was bekommen. Und was haben wir da? Analyse des pandoranischen Angriffs. Die Analyse des Verhaltens der Pandoraner hat den Standort ihrer Kolonie enthüllt. Sehr schön, wir haben ein Nest entdeckt. Das ist spannend. Das ist spannend. Wir laden hier nach. Und da ist das Nest. Und beim Nest wiederum gibt es Zustimmung von allen. Gut. Wir machen mal einen kurzen Blick auf die Diplomatie und hier sehen wir es. Also New Jericho ist zu den Jüngern feindlich und so, wobei, nee, sie sind unfreundlich. Also unfreundlich reicht auch schon, dass sie einen Malus bekommen. Na, krass. Oh. Nun denn. Wir gucken mal ganz kurz aufs Personal und machen den Stufenaufstieg beim Roten Riesen. Was können wir hier machen? Denn der Heiler ist eigentlich nie verkehrt. Vor allen Dingen gibt er 2 Willenskraftspunkte oben drauf. Heißt, er hat dann automatisch 10. Und 17 Punkte sind noch
Da, dann geben wir doch die 17 Punkte, geben einmal Stärke, einmal Willenskraft. Dann passt das. Dann hat er insgesamt 11 Willenskraft. Hier steht nur 9. Das finde ich allgemein ein bisschen, ja, nicht ganz so gelungen, dass man hier nicht die Gesamtsumme sieht. Also, dass man hier nicht die modifizierte Zahl sieht aus den Perks. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine andere Ansicht gibt, in der man das sehen kann. Ah doch, hier rechnet das dazu. 11. Hier sehen wir es. 11. Wenn wir dann hier reingehen, hier steht nur 9. Okay. Nun denn, haben wir das auch erledigt? Das heißt, wir werden und geheilt sind sie alle. Sie hat jetzt keiner irgendwie einen Verlust bekommen. Wir sind bei der Ausdauer noch sehr gut dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit dem Trupp jetzt eigentlich direkt das Pandora-Nest anfliegen, weil leichter wird es nicht. Warum also Zeit verlieren, wenn wir das gleich erledigen können? Aber das machen wir dann auf jeden Fall morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Bis dahin, haut rein. Tschö, tschö.